Herzlich willkommen zu einer neuen Delilax-Abendausgabe von John Gossens Delilax am heutigen Montag, dem 8. August 2022. Wie ist der Deutsche Aktienindex in die neue Börsenwoche gestartet? Mit einem Kurs plus in Höhe von 0,84%. Damit hat sich eben der deutsche Aktienindex wieder ein Stückchen nach vorne kämpfen können. Aber wir waren ja schon in der vergangenen Börsenwoche Richtung 13.800 Punkte unterwegs und ein neues Erholungshoch gab es eben vorerst noch nicht. Damit bleibt eben auch dieser Bereich vorerst entsprechend natürlich der erste und entscheidende Kurswiderstand für den deutschen Aktienindex in dieser Börsenwoche. Wir sind im unteren Parameterbereich weiterhin. Der Index ist deutlich überkauft und das macht es natürlich auch schwierig weiterhin, sollte die Wall Street hier nicht mitspielen, eben den deutschen Aktienindex nach oben zu befördern. Noch aber sehen wir, dass die Lage umkämpft ist und im weiteren Wochenverlauf dürfte sich auf jeden Fall eine Richtung abzeichnen. Sprich, ob wir den Ausbruch sehen über 13,8, fraglich, oder eben eine mögliche Konsolidierung, die nach den entsprechenden Zugewinnen der vergangenen Börsenwochen jetzt keine allzu große Überraschung wäre. Dann der Blick auf die Aktie von Bayer, während es beim deutschen Aktienindex ja in den vergangenen Wochen nach oben ging, ist es leider bei der Bayer-Aktie nicht sonderlich gut ausgegangen, nämlich eher das Gegenteil. Nach einer kleinen Kurserholung setzten heftige Kursverluste wieder ein und damit hat sich das Chartbild nochmals deutlich eingetrübt. Wir sehen jetzt auch, dass die Bayer-Aktie wieder an einer signifikanten Kursunterstützung bereits aufgeschlagen ist, nachdem sie ihre letzte Unterstützung aufgegeben hatte. Ja, und jetzt muss man schauen, wenn eben schon nicht mehr 48, 49 Euro halten sollten, dann stünde wohl tatsächlich auch wieder ein Rückfall bis 44 Euro auf der Agenda. Aber noch müssen die Bullen nun schauen, ob sie nicht so langsam mal die Kurve bekommen, denn der Kursrückgang natürlich von dem Hoch aus dem laufenden Börsenjahr, der ist schon durchaus ein relativ groß angewachsenes Bild inzwischen. Also noch aber ein klein negativer Trend, aber man sollte hier mal die Augen offen halten, ob sich die Bayer-Aktie vielleicht nicht mal in den kommenden Tagen oder auch Wochen stabilisieren kann. Meine Trading der Woche, die haben Sie ja bereits in der vergangenen Börsenwoche erhalten. Natürlich gibt es auch in dieser Woche eine neue. Näheres dazu im Verlauf dieser Börsenwoche. Aber beim DAX bin ich ja bereits unterwegs. Schauen Sie nochmals in den Begleittext, denn dort entnehmen Sie alle Daten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen früh mit dem Blick auf die Wall Street.